CDU-CSU-Fraktion das Wort. Jedenfalls nicht der Sheriff, Herr Kühn. Ja, meine Damen und Herren, wir diskutieren ja jetzt unter diesem Tagesordnungspunkt insgesamt 4 Anträge. Sie erlauben mir, dass ich mich vielleicht auf 2 von diesen konzentriere, da wo es um das Mietrecht geht. Das Mietrecht haben wir schon oft debattiert hier im Hohen Haus. Ich glaube, das zeigt ein Stück weit auch, dass wir alle miteinander dieses Thema sehr ernst nehmen, weil es um Menschen geht. Weil es um Menschen geht, die Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren, die oftmals existenziell sich auch bedroht fühlen. Und ich glaube, wir sind uns im Ziel da ja auch völlig einig, dass wir selbstverständlich den Mieterinnen und Mietern in unserem Land helfen wollen, dass wir gewährleisten wollen, dass sie auch weiterhin bezahlbar wohnen können. Und was wir vor allen Dingen nicht wollen, dass Menschen, insbesondere junge Familien, aus ihren angestammten Kiezen verdrängt werden. Der einzige Punkt, wo wir uns in der Tat unterscheiden, das ist der Weg dorthin. Und wir sehen das heute an diesen Anträgen auch. Die Wohnungsmärkte sind ja sehr differenziert. Ich sage immer, wir brauchen dann auch differenzierte Antworten. Normalerweise werfe ich dann immer der SPD, auch den Linken vor, dass sie etwas einfache, oftmals ideologische Antworten geben. Wenn ich mir zumindest den Antrag der Grünen anschaue, der ist sehr differenziert. Das sind insgesamt 15 Punkte mit entsprechenden Unterpunkten. Und das summiert sich dann auf insgesamt 36 Forderungen. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht vielleicht an der Stelle, vielleicht, dass Sie sich die Mühe gemacht hätten, nicht nur Forderungen aufzustellen, sondern dass Sie sich die Mühe gemacht hätten, das vielleicht auch mal in einen eigenen Gesetzentwurf hinein zu formulieren. Das macht es nämlich dann immer etwas einfacher, diese Dinge zu formulieren. Für uns, glaube ich, ist es immer klar, wir wollen einen Ausgleich zwischen den Mietern auf der einen Seite und den Vermietern, den Eigentümern auf der anderen Seite. Und ich glaube, wir haben, das hat der Staatssekretär ja hier auch schon dargestellt, in dieser Legislaturperiode eine ganze Menge auf diesem Gebiet gemacht. Wir haben das Bestellerprinzip eingeführt, wir haben das Wohngeld angehoben, die Städtebauförderung verdoppelt und die soziale Wohnraumförderung, die wir sogar verdreifacht auf immerhin 1,5 Milliarden Euro jedes Jahr, was wir den Ländern zur Verfügung stellen. Da muss man immer eine große Klammer machen. Viele Länder geben es leider immer noch nicht so aus, wofür es eigentlich ausgegeben werden soll, nämlich in den Wohnungsbau. Ich glaube, da müssen wir in der Zukunft auch noch viel stärker darauf schauen, dass diese Gelder, die wir als Bund zur Verfügung stellen, auch wirklich zweckgebunden dahin fließen, wo sie hinkommen sollen, nämlich in den Neubau von Wohnungen, meine Damen und Herren. Und natürlich haben wir auch die Mietpreisbremse in dieser Legislaturperiode beschlossen. Und darüber entzündet sich ja nun sehr viel Streit. Funktioniert sie nicht? Manche Gutachten sagen ja, viele sagen auch nein, gebe ich offen zu. Das ist so ein bisschen wie bei Juristen. Man fragt 2 Juristen und hat hinterher 3 Meinungen. Ich glaube, vielleicht kann man auch mal den Direktor des Deutschen Mieterbundes mal fragen. Der hat zumindest gesagt, in den Konstellationen, wo sich Mieter wirklich auf die ihnen eingeräumten Rechte berufen, wo sie vor Gericht gehen und sagen, ich nehme hier mein Recht wahr, in besonderer Selbstbehauptung. In all diesen Konstellationen, ich kenne kein einziges Urteil, und auch der Deutsche Mieterbund kennt kein einziges Urteil, wo Mieter nicht Recht bekommen haben. Und ich finde, das muss man auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass das, was wir gemacht haben, wenn die Mieter ihre Rechte wahrnehmen, tatsächlich dann auch Wirkung entfalten kann. Und ich kann alle Mieter nur aufrufen. Tun Sie das. Tun Sie das, überprüfen Sie Ihre Mieten, weil wir als Gesetzgeber haben natürlich die Erwartung, dass wenn wir ein Gesetz machen, dass sich die Vermieter und die Eigentümer auch daran halten. Und deswegen in besonderer Selbstbehauptung, selbstverständlich können Sie das sehr gerne vor Gericht dann auch geltend machen. Und nun geht es ja darum, dass hier vorgeschlagen wird von Seiten der Grünen, von Seiten der Linken, dass wir die Ausnahmen in der Mietpreisbremse streichen. Da geht es um die Ausnahme für den Neubau, da geht es um die Ausnahme für die umfassende Modernisierung und da geht es um die Ausnahme für die Vormiete. Und all diese Punkte haben wir hier auch schon diskutiert. Ich wundere mich da immer so ein bisschen, wenn ich auch gerade im Antrag der Grünen zum Beispiel zu dem Punkt Modernisierung lese. Da wird ja ausformuliert, dass unsere Wohnungen und Wohnungsmärkte fit gemacht werden müssen für die Zukunft. Dass man angesichts der Klimakrise es dringend notwendig sei, auch im Gebäudebestand deutlich mehr Energie einzusparen. Und es geht dann weiter mit Blick auf den demografischen Wandel. Brauche man vermehrt altersgerechte und barrierefreie Wohnungen? Ja, Sie haben völlig recht, das ist absolut richtig. Nur die Frage ist, wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn dahin? Es ist doch so, dass wir altersgerecht umgebauten Wohnraum und energetisch sanierten Wohnraum nur dann bekommen werden, wenn auch investiert wird.
wenn investiert wird in den Wohnungsbestand und wenn neue Wohnungen entsprechend so aufgebaut werden. Und das können wir als Staat nicht alleine leisten. Das ist ganz klar, dass wir da auch privates Kapital, private Investitionen benötigen. Und deswegen ist es, glaube ich, richtig, dass wir diese Ausnahme von der Mietpreisbremse für die umfassende Modernisierung haben und dass wir sie auch für den Neubau haben. Weil ansonsten wäre die Folge, dass niemand mehr investiert in den Wohnungsneubau, niemand mehr investiert in den Umbau des Wohnungsbestandes mit Blick auf altersgerechten Umbau und energetische Sanierung. Und ich sage, das sind gesamtgesellschaftliche Ziele, die wir uns da gesteckt haben. Der Klimaschutz und die Herausforderungen der älter werdenden Menschen. Und deswegen glaube ich, das, was Sie hier vorschlagen, die Mietpreisbremse in Ihren Ausnahmen abzuschaffen, ich glaube, das würde unter dem Strich die Mietern Steine statt Brot geben. Und deswegen werden wir das als Union jedenfalls nicht mittragen. Ich könnte jetzt noch ganz viele Punkte ausführen, auch zum Kündigungsschutz, was die Linken hier sagen. Ich kann nur auch mit einem Blick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sagen. Wir haben ein sehr ausdifferenziertes Kündigungsschutzsystem. Nur wenn berechtigte Interessen da sind, kann man einem Mieter kündigen. Und das finde ich auch richtig so, weil Herr es Kollege, ein existenzieller, auch bin zum Schluss existenzieller Mittelpunkt für die Menschen ist, ihr Lebensmittelpunkt. Da kann man nicht so einfach sagen, es ist kein normales Gut. Aber wir haben ein wirklich sehr ausdifferenziertes System. Und das, Herr was Kollege, Sie jetzt hier vorschlagen, ist wirklich nachdrücklich. Was Sie hier vorschlagen, ist letztlich eine Überbürdung. Sie verlassen diesen sozialen Ausgleich und legen es plötzlich nur noch auf Seiten der Vermieter und Eigentümer. Und das ist für ein soziales Mietrecht, was beide Seiten, beide Interessen im Blick haben, auch nicht angemessen. Und deswegen wäre auch diesen Antrag nicht mittragen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ich habe vorhin schon einmal darauf hingewiesen, Herr Kollege, dass wir wirklich schon eine sehr große zeitliche Verzögerung haben. Und deshalb bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, Herr Blum, aber auch Herr Lutschek, nicht wirklich so deutlich und so stark zu überziehen. Die anderen Kollegen haben sich daran gehalten, haben das gut gemacht, aber ich bitte, das wirklich auch zu berücksichtigen. Ist einfach nicht fair gegenüber den anderen Kollegen, die dann um Mitternacht und später reden müssen. Jetzt hat Herr Kühn das Wort.